Was geht ab, meine lieben Freunde? Cupcakes lässt nicht mehr von Farid Bang ab. Nach wie vor postet er täglich Nachrichten, die in Richtung seines ehemaligen Labelkollegen gehen. Gestern Abend durften Fans Cupcakes Fragen stellen und diese hat er in Form von kurzen Video-Statements beantwortet. Unter anderem wird er gefragt, wieso er nicht einfach zu Farid fährt und die Sache sofort klärt. Dabei wiederholt er mehrmals, dass er das Ganze professionell machen will und er sei nicht im Dschungel und möchte niemandem auflauern, auch wenn er weiß, wo Farid wohnt. Für ihn ist es nur fragwürdig, weshalb Farid nicht antwortet, denn Farid sei kein Schichtarbeiter, der sich eine Auszeit nehmen müsse. Er verrät aber auch, dass er von Boogie und Belash eingeladen wurde. Damit beweist der 100% Real Talk Podcast wieder mal, dass sie jeden einladen und sich nicht einschüchtern lassen. Aber schaut euch die wichtigsten Fragen und Antworten an und freut ihr euch auf den Real Talk? Schreibt es in die Kommentare. Ja, wird da direkt darauf angesprochen, warum der solche Ansagen macht und am Ende den Jarak einzieht, ne? Man muss schon dahinter stehen, was man da sagt. Bis der sich meldet, läuft Promo einwandfrei. Und dann schauen wir mal weiter. Jalla, Promo auf seinen Nacken. Ja, in diesem Fall, was soll man da sagen so? Der Junge hat mir noch nie so einen Schaden zugefügt, was der andere Nasenface gemacht hat. Nee. Ich glaube, wenn wir Glück haben, kommt der Osterhase demnächst damit an. Vielleicht wartet der, bis der Osterhase kommt. Ich frage mich auch schon die ganze Zeit, wo die sind. Ganz ehrlich. Da geht die Post erst richtig ab, denke ich mal. Das geht so weiter, bis der vorbei ist. Der soll gar nicht mehr rappen. Rap-Verbot. Finito. Steht nicht zu seinen Worten, steht nicht zu seinem Mann, steht nicht. Der hat nichts mehr beim Rap-Game verloren. Von daher, richtig. Also nochmal, ich suche hier keine. Öffentlich, offiziell, alles offiziell. Ich brauche hier keinen zu jagen. Wir sind ja nicht im Kindergarten. Der Mann hat im Interview und da ganz groß geredet. Deswegen ganz groß. Ich muss hier, das ist alles offiziell mit Regeln. Ist schon passiert. Mein neues Label heißt Hustle macht den König. Ich habe mit meinem Team ein neues Label gegründet. Unser erstes Signing. Hustler höchstpersönlich. Ihr kriegt noch mehr mit. Das kommt alles noch. Ihr werdet das mit der Zeit jetzt alles noch mitkommen. Es kommt alles detailliert richtig. Es wird alles geöffnet jetzt. Die Büchse der Pandora wird geöffnet. Also ihr ist ja schon geöffnet. Bisschen recherchieren, was schon alles rausgelassen habe. Und da kommt die ganze Zeit noch ein Stückchen mehr. Yo. Schöne Grüße an Belash und Boogie. Vielen Dank. Ja, die Tage werde ich da, glaube ich, mal vorbei antanzen. Check it up, halt die Augen und Ohren offen. In Entenhausen, glaube ich. Ich weiß genau, wo der ist, wo der wohnt, aber wie gesagt, ich werde da ganz normal, ich will hier keinen drohen. Wir machen das offiziell, richtig auf sportlicher Basis. Wir sind noch nicht im Dschungel hier. Ja, ich lasse mich nicht runter. Ich denke mal, die Leute haben schon mitbekommen. Ich bin zäh wie Leder. Wenn es um Hack geht, zäh wie Leder. Hart wie Kruppstahl. Und Farid Kiddies, bitte raus hier. Das ist nur was für Männer hier. Diese Eierlosigkeit brauchen wir ja nicht. Ja, mir ist da auch was zu den Lauschern rübergekommen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass er so unloyal ist, auf jeden Fall. 100%. Der ist auf gar keinen Fall gerade, dieser Bang. Alles gut, Habib. Alhamdulillah, alles gut. Familie gut. Ich hoffe bei dir auch. Ich denke auch nicht mehr, oder? Ja, aber dann ist Finish für den. Der muss ja zu dem stehen. Der ist ja der ultimative Super-Rapper, Super-Fighter. Wenn du das nicht bist, raus! Was für Offline? Was für eine Auszeit? Von was? War da im Bergbau? Wo war der Schuften oder was? Alter, wenn einer meine alles beleidigt, was man beleidigen kann, Bruder, dann muss man sich aus seinem Raum und Zeit da, wo der ist, in seinem Sudoku-Film rauskommen. Wir sind ja nicht im Manga-Film. Ich habe damals versucht, aus ihnen einen zu machen, aber das war sinnlos. Man kann mit Gesindel nicht Klasse aufbauen. Ja, der war gut. Aber noch was. In seinem letzten Statement sagt er, ihr werdet ihn vermissen. Was ist das? Der muss euch vermissen. Ihr seid seine Fans. Ihr, der verarscht euch von Kopf bis Fuß. Details werden alle noch detailliert beschrieben. Ja, das ist leider so. Deswegen bin ich da. Ich erledige den Job jetzt für euch, damit das aufhört. Weil das geht so nicht mehr weiter. Und dann ist wieder Ruhe im Geschäft und dann läuft wieder einiges wieder gerade. Ja? Yalla. Bösemann meldet sich wieder zu Wort. In Form eines Interviews auf seinem Kanal spricht er diesmal über das Wort Loyalität. So erklärt er, dass er nicht nachvollziehen kann, was in diesem Jahr los ist. Permanent würden sich ehemalige Freunde streiten und sich gegenseitig mit Enthüllungsvideos drohen. So ein Verhalten kann Bösemann nicht nachvollziehen. Aber er erwähnt auch, dass er sich grundsätzlich von der Deutschrap-Szene abhebt. Denn er möchte ein Vorbild sein und vulgäre Ausdrücke würde er nicht verwenden.
Heute würde das HS-Wort inflationär verwendet werden und das kann er nicht nachvollziehen. Natürlich sei es in Ordnung, wenn es in Rap-Texten verwendet wird, aber für ihn ist es unbegreiflich, weshalb es im normalen Sprachgebrauch oder gar in Interviews verwendet wird. Dabei meint der Farid Bang, der laut Bösemann ununterbrochen das HS-Wort benutzt. Im Interview spricht er auch über den Beef zwischen Detlef D'Soost und Manuelsen. Für ihn macht der Beef keinen Sinn, aber wenn es 30.000 zu holen gibt, wäre er nicht abgeneigt und würde natürlich mitmachen. Er spricht aber auch erneut über sein Format Bolzplatz. Hier möchte er junge und aufstrebende Künstler supporten, doch niemanden, der wie der Einheitsbrei klinge. Also niemanden, der über seine angeblichen Tonnen rappt, die er verkauft. Er stehe grundsätzlich auf kreative Musik und spricht darüber, dass er als Kind gerne Cypress Hill gehört habe, weil sie eigenständig waren und sich von der Masse abgehoben haben. Aber schaut euch die wichtigsten Ausschnitte an. Den Rest findet ihr auf Böse Sound. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Viel Spaß und Peace out. Niedergemacht oder hier wird immer ganz sachlich diskutiert. Genau, ohne vulgäre Ausdrücke zu benutzen oder ordinäre Begriffe an den Tag zu bringen. Ne? Dafür haben wir ja genug andere Rapper, die ja hier unbedingt bei jedem Interview sagen müssen, was für ein, wie sagt man, ist das vulgär, wenn man sagt Hurensohn? Dieser Farid Bang, der benutzt dieses Wort ja sehr, sehr gerne und sehr oft und eigentlich bei jeder Gelegenheit. Ja. Der ist so einer. Und ich denke mal, er benutzt das ein bisschen als Stilmittel, ne? Aber wahrscheinlich ist das auch so eine Sache, weil Image ist alles. Der Straßenslang, da muss natürlich hier beigehalten werden. Also ich finde es auf jeden Fall vollkommen unnötig und unsinnig. Also ich würde nie auf die Idee kommen und sagen, ich mache das und das mit dem und dem seiner Mutter oder sonst irgendwas. Also bei einem Gespräch, versteht sich. Okay? Bei den Rap-Songs ist es ein bisschen anders, weil da spricht dann die Straße sozusagen. Manuelsen mit diesem Tänzer. Tänzer? Ja, dieser eine Tänzer. Wir haben damals diese Castingshow gemacht. Ja, genau, Detlef. Ah. Genau, der beeft sich mit dem. Da geht es irgendwie um 30 Mille. Okay. Und also der Gewinner kriegt irgendwie 30.000 Euro. Ich weiß aber nicht von was. Kann ich da mitmischen? Also hier, okay. Ich will da auch gerne mitmischen. Ne? Also 30 Mille sind 30 Mille. Und wenn ich gewinne, ich weiß ja nicht genau, worum es geht. Wollt ihr da Breakdance machen oder Graffiti oder wollt ihr da rumrappen oder keine Ahnung. Was auch immer es ist. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Das Netz ist ja zurzeit voll mit irgendwelchen Herausforderungen, Bedrohungen. Du bist fake, der ist fake, ich bin echt real. Und dann diese Enthüllungsorgien, sage ich jetzt mal. Der Rapper packt aus. Ja, genau. Da kommt dann irgendwie, der packt über den aus, der labert über ihn, der weiß irgendwelche internen oder intimen oder geheime Sachen von irgendeinem anderen und packt die jetzt einfach aus im Internet und so weiter. Also meistens sind es dann auch Leute, die eigentlich mal gut miteinander waren. So, ne? Ich verstehe das sowieso überhaupt gar nicht. Ne? Die sitzen zusammen am Tisch, essen zusammen, trinken zusammen, weiß der Teufel, was sie sonst noch alles zusammen machen. Okay? 10 Minuten später beleidigen die sich gegenseitig, ihre Mütter und alles Mögliche. Die Wege trennen sich von diesen Leuten. Der ist in seinen 4 Wänden, der andere in seinen 4 Wänden und dann geht's ab hier. Beefen sich übers Internet, machen irgendwelche Videos, Statements, Enthüllungen und so weiter. Ja, was soll ich von sowas halten? Also ich will jetzt keinen Namen nennen, was weiß ich, weiß doch. Das sind irgendwie alle so, ne? Dann sagt er zum Beispiel, ja, der Typ ist fake, dies, das, ich habe keine Ahnung, ich weiß Sachen über ihn, die werde ich hier, ne, an die Öffentlichkeit bringen, weiß der Teufel was. Also für mich ist in dem Moment eigentlich dieser Typ fake, der das androht, ne? Diese Geheimnisse sozusagen publik zu machen. Das ist absolut unloyal. Bin ich mir sicher, weil ich kriege das ja mit, was da gerade läuft, die aufeinander losgehen und hier sich gegenseitig bedrohen mit irgendwelchen Enthüllungen und so weiter, dass die von Loyalität keinen Schimmer haben. Weil hier geht es nicht um Geld, hier geht es nicht um irgendwelche materiellen Dinge, hier geht es um Loyalität. An der Seite seines Partners stehen, in guten wie in schlechten Zeiten. Wie gesagt, wenn sich die Wege trennen, dann trennen die sich halt. Aber trotzdem muss diese Loyalität, die Verschwiegenheit weiterhin bestehen bleiben. Dann sowas messe ich Stabilität eines Mannes oder auch einer Frau. Weil das sind ja eigentlich Bitch-Moves. Ich pack aus, ich mach dies, ich mach das. Okay. Bei der ersten Gelegenheit direkt. Ganz genau. Sowas, also ist absolut nicht meins. Ich supporte sowas nicht, ich unterstütze sowas nicht. Ich kann das auch nicht gut und schön reden. Ist ja auch nicht richtig.